Azman, die revolutionäre unbemannte Bodenplattform der türkischen Verteidigungsindustrie. Wie verändert dieses technologisch hochentwickelte Fahrzeug mit seiner KI-unterstützten Autonomie und beeindruckenden Waffensystemen das Schlachtfeld der Zukunft? Unter der Leitung von Azizan entwickelt, ist Azman nicht nur ein Fahrzeug, sondern eine Strategie, die Sicherheit von Soldaten erhöht und die Regeln des Krieges neu definiert. Azman, eine der bahnbrechenden Entwicklungen in der türkischen Verteidigungsindustrie, wurde von Azizan, einem der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet, entwickelt. Azizan hat Azman unter Berücksichtigung der Anforderungen moderner Schlachtfelder entworfen und dabei fortschrittliche Ingenieurmethoden sowie innovative Technologien im Einklang mit der nationalen Politik für lokale und unabhängige Produktion eingesetzt. Azizans umfassendes Know-how im Bereich unbemannter Systeme bildet die Grundlage für die vielseitigen operativen Fähigkeiten dieses Fahrzeugs. Design und Anpassungsfähigkeit. Bei der Entwicklung von Azman standen die Anpassungsfähigkeit an schwierige Geländebedingungen und Sicherheit im Vordergrund. Dank seiner kompakten Abmessungen, des niedrigen Profils und der Verwendung widerstandsfähiger Materialien ermöglicht Azman unauffällige Bewegungen und bietet gleichzeitig eine hohe Langlebigkeit. Seine optimierte Größe ermöglicht einen einfachen Transport auf verschiedenen Plattformen. Das Gewicht der Standardversion variiert je nach gewählter Ausrüstung zwischen 1 und 2 Tonnen. In fortgeschrittenen Versionen wurde das Gewicht erhöht, um größere Waffensysteme zu unterstützen, ohne die Mobilität des Fahrzeugs zu beeinträchtigen. Azman kann sowohl in einer Rad- als auch in einer Kettenkonfiguration betrieben werden. Die kettenbasierte Version sorgt für maximale Traktion auf schlammigen oder rutschigen Oberflächen, während die radbasierte Version schnellere und leisere Operationen ermöglicht. Zu den Antriebsoptionen gehören vollelektrische, hybride und dieselbetriebene Systeme. Der vollelektrische Motor bietet besondere Vorteile bei städtischen Einsätzen, während hybride Systeme für Langstreckenoperationen bevorzugt werden. Leistung und Betriebskapazität. Azman erreicht eine Geschwindigkeit von 20 bis 30 km/h. Mit dem elektrischen Motor bietet das Fahrzeug eine kontinuierliche Betriebszeit von ca. 8 Stunden, während der Hybridmodus eine Betriebszeit von bis zu 24 Stunden ermöglicht. Das Batteriesystem kann vor Ort in kurzer Zeit schnell aufgeladen werden. In Hybridversionen ist der Kraftstofftank für lange Einsätze ausgelegt. Schutz und Sicherheit. Azman ist mit einer ballistischen Panzerung ausgestattet, die durch ein mehrschichtiges Kompositsystem leichten Waffenfeuer und splitternden Sprengsätzen standhält. Der Unterboden des Fahrzeugs ist speziell für den Schutz vor Minen und improvisierten Sprengkörpern, IEDs, konzipiert. Waffen- und Sensorsysteme. Azman ist eine äußerst flexible Plattform für die Integration von Waffensystemen und Sensoren. Die auf dem Fahrzeug installierten Waffensysteme können je nach den operativen Anforderungen angepasst werden. Azman, ein Meilenstein der türkischen Verteidigungsindustrie und ein Vorbote zukünftiger Kriegstechnologien. Azman ist mit ferngesteuerten Waffensystemen ausgestattet, darunter ein 7,62 mm Maschinengewehr, Waffen mit größerem Kaliber wie 12,7 mm und 41 mm Granatwerfer. Das Fahrzeug kann durch die Integration von Panzerabwehrsystemen zu einer effektiven Plattform gegen gepanzerte Bedrohungen umgerüstet werden. Zur Abwehr leichter Luftbedrohungen können außerdem Flugabwehrraketen für niedrige Höhen hinzugefügt werden. Erweiterte Fähigkeiten und Technologien. Effektive Aufklärung und Überwachung, Einsatz bei Tag und Nacht. Laserentfernungsmesser erlaubt präzise Zielerfassung und genaue Schüsse. KI-gestützte Zielverfolgung analysiert die Bewegungen der erkannten Ziele und verfolgt diese automatisch. Flexibles Design für eine Vielzahl von Operationen. Das Design von Azman ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Erste Aufklärung und Überwachung. O-Informationsbeschaffung in feindlichen Gebieten. O-Identifizierung asymmetrischer Bedrohungen. Zweiter logistische Unterstützung. O-Transport von Munition, Lebensmitteln und medizinischen Materialien. O-Durchführung von unbemannten Evakuierungsoperationen. Dritter Entschärfung explosiver Stoffe, EOD. O-Beseitigung von Minen und improvisierten Sprengsätzen, IEDs, mit speziellen IOD-Armen. Vierter mobiler Feuerschutz. O-Bereitstellung mobiler Feuerkraft auf dem Schlachtfeld.
KI-unterstützte autonome Fähigkeiten. Azman ist mit KI-basierten Algorithmen ausgestattet, die die Arbeitslast der Operatoren reduzieren und die Durchführung komplexer Missionen durch autonome Steuerung ermöglichen. Dieses breite Aufgabenspektrum und die fortschrittlichen Technologien machen Azman zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen Militäroperationen. Die Vorteile von Azman machen einen erheblichen Unterschied auf dem Schlachtfeld aus. Reduziert das Risiko von Menschenverlusten, indem es in gefährliche Gebiete unbemannt geschickt wird. Kann sich schnell an verschiedene Aufgabentypen anpassen. Azman wurde von Azesan, einem der führenden Unternehmen der türkischen Verteidigungsindustrie, entwickelt. Azesan hat sein Fachwissen in den Bereichen unbemannte Systeme, elektrooptische Technologien und Kommunikationsinfrastruktur in Azman integriert. Die im Projekt verwendeten fortschrittlichen Technologien umfassen Integration von Kommando-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Informations-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen. Künstliche Intelligenzalgorithmen und autonome Kontrollsysteme, die vollständig mit einheimischer Software entwickelt wurden. Systeme, die eine verschlüsselte und hochsichere Datenübertragung ermöglichen und Azman eine reibungslose Kommunikation mit anderen unbemannten Systemen gewährleisten. Azman ist eine Plattform, die in Zukunft mit noch fortschrittlicheren Fähigkeiten ausgestattet werden soll. Es wird die Verwendung von Waffen mit größerem Kaliber und der nächsten Generation von Laserwaffen ermöglichen. Eine Erfolgsgeschichte der türkischen Verteidigungsindustrie. Azman spiegelt den innovativen Ansatz und die technologische Kapazität der türkischen Verteidigungsindustrie wider und hebt sich als Erfolgsgeschichte hervor. Dieses unbemannte Bodenfahrzeug, das sowohl für militärische als auch zivile Anwendungen geeignet ist, ist bereit, zu einem unverzichtbaren Element der Schlachtfelder der Zukunft zu werden. Abschluss und Einladung. Wir haben die Details über Azman, den aufstrebenden Stern der türkischen Verteidigungsindustrie, mit Ihnen geteilt. Dieses technologische Meisterwerk erhöht dank der innovativen Vision von Azesan nicht nur die Sicherheit der Soldaten im Einsatz, sondern gibt auch einen Einblick in die Kriegstechnologien der Zukunft. Was denken Sie, welchen Einfluss Azman auf die modernen Schlachtfelder haben wird? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit uns. Wenn Sie weitere Inhalte dieser Art sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken. Bis zu den nächsten Videos.